Seit einem Vierteljahrhundert gibt es in Zeitz das Kreativitätszentrum. Angefangen in einem Hinterhaus mit knapp 20 Kindern, heute im Palais. Das Jubiläum wurde natürlich entsprechend mit einem Tag der offenen Tür und Festprogramm am 29. September gefeiert. Doch was ist dieses Kreativitätszentrum eigentlich? Wir haben das Ziel, Kinder ab dem dritten Lebensjahr, was die Kreativität betrifft, diese zu fördern, Begabungen zu finden und auch diese zu fördern, natürlich auch die Intelligenz und soziale Kompetenzen. Entstanden ist dieses Projekt nach einer Studie der Professorin Mehlhorns aus Leipzig. Sie haben sich schon damals beschäftigt mit Entwicklung von Kreativität zu DDR-Zeiten und mit Begabungsforschung und mit Hochbegabung. Und dann ist also eine Studie entwickelt worden über Menschen, die viele Patente gemacht haben, die sehr umfassend, sehr vielseitig tätig waren und haben dort Analysen angestellt in ihren Biografien. Bei diesem Studium der Biografien war eins gemeinsam gewesen. Immer war es so gewesen, dass in ihrer frühesten Kindheit ein musisch-künstlerisches Angebot hatten und natürlich auch Angebote, die mehr den Intellekt angesprochen haben. Und weil eben dies bei allen ähnlich oder gleich war, hat man dann versucht, ein Programm zu entwickeln, das für alle Kinder gilt. Das sogenannte Komplexprogramm, das wir anbieten, wo sich musisch-künstlerische auf einer Seite Betätigungsangebote befinden und auf der anderen Seite die stärker geistigen. Das hat man also entwickelt mit Künstlern und Wissenschaftlern und hat herausgefunden, dass also dieses Programm für alle Kinder auch annehmbar ist und dass sich jedes Kind positiv entwickelt. Und jedes Kind probiert sich aus. Das ist also ein Schwerpunkt unserer Arbeit, dass wir quasi mit den Kindern die einzelnen Fachbereiche gemeinsam gestalten und das Kind im Mittelpunkt steht und sich so einbringt, wie auch das Kind ist. Natürlich gibt es auch Tricks und Kniffe, um beim Kind was herauszukitzeln, ganz einfach. Und ich glaube auch, diese Methode, diese kreativitätspädagogische Methode, die wir anwenden, ist eigentlich hinsichtlich des Ausprobierens ganz wertvoll, weil wir keine Wertung vornehmen. Wenn man keine Wertung macht, ist natürlich auch der Kopf des Kindes frei. Die innere Stimmung des Kindes, ganz einfach, was auch emotionale Seiten betreffen beim Kind, werden also so durch uns gefördert, dass wir also immer Möglichkeiten finden, um Kinder auch zu motivieren, innerhalb der Angebote auch aktiv zu werden. Das bedeutet, dass die Kinder bestimmen, was sie machen wollen. Mit dem dritten Lebensjahr kommen die Kinder einmal pro Woche in das Kreativitätszentrum. Man zieht sich als Ergänzung zum Kindergarten. Derzeit werden 130 Kinder gefördert. Für Schulkinder gibt es seit 2004 auf Elternwunsch auch einen Hort. Als Ergänzung zum Kindergarten ist es also so, dass die Kinder aufgrund ihrer Regelmäßigkeit und ihrer langjährigen Teilnahme auch vieles mitnehmen für den Kindergarten, für die Schule. Wichtig ist, dass aber was Kreativität betrifft, Kreativitätsentwicklung, dass dort also quasi die Kinder nach allen Richtungen auch denken können. Und wir wissen, dass jedes Kind anders ist, jeder Mensch ist anders und Kinder aus verschiedenen Richtungen ihre Erfahrungen einbringen und natürlich auch Dinge unterschiedlich sehen, unterschiedlich empfinden, unterschiedlich bewerten und eigene Handschrift einbringen, andere eigenes Darstellen einbringen. Also das ist schon so, dass das eigentlich dieses Potenzial, das jedes Kind besitzt, auch individuell durch uns gefördert werden kann. Sind die Stärken herausgearbeitet, können die Kinder zum Beispiel in einer Musikschule oder Vereinen ihre Talente weiter ausbauen? Mozarts in dem Sinne, ja, es sind verschiedene Dinge, die haben studiert, werden Rechtsanwälte oder werden in anderen Bereichen sind sie tätig als Ingenieure und Automobilbau in der Werkzeugindustrie. Es gibt da viele Beispiele. Wichtig erscheint mir immer, was die Kreativitätsentwicklung betrifft und auch unser Programm insgesamt. Ich habe vorhin gesagt, eine zufriedene Lebensweise finden, eine selbstbefriedigende Lebensweise zu finden, dass wir Dinge mitgeben, Anregungen mitgeben, wie kann man sich später als Gymnasialschüler, als Sekundarschüler, als Student oder als Familienvater oder Familienmutter. Wie kann man sein Leben so gestalten, dass ich zufrieden bin mit meinem Leben? Also ich habe erkannt, wo meine Stärken sind, wo meine Begabungen sind und dann eben, wie gesagt, dieser Aspekt der zufriedenen Lebensweise auch. Was Kreativität betrifft, natürlich auch in verschiedene Richtungen immer wieder Probleme zu lösen. Probleme in vielen Lagen, es müssen nicht immer schwerwiegende Dinge sein, aber wir wissen, wenn es um Bewerbung geht, sprich sich vorzustellen, sich
für einen Arbeitsplatz zu bewerben, dass man da auch improvisieren können muss, ganz einfach reagieren können muss, aber auch natürlich viele Dinge auch in Richtung Handwerk, sage ich ganz einfach, wie kann ich Dinge zu Hause durch Improvisation reparieren, wie kann ich auch überhaupt Probleme insgesamt im Leben angehen. Der Problemlösungsprozess, den die Kinder auch hier in jeder Stunde, in jeder Einheit durchlaufen, dann gucken wir ja auch gemeinsam von verschiedenen Richtungen und finden Wege oder wir finden mal keinen Weg und müssen dann nochmal neu anfangen, neu zu überdenken, um vielleicht einen Weg zu finden. Oft gibt es mehrere Wege, das ist also auch ein ganz wichtiger Punkt und Fakt für uns. Es gibt immer mehrere Wege, um an ein Ziel zu kommen und jeder kommt auf seinem Weg zum Ziel.